Und schwupp, bin ich schon wieder wach und es ist jetzt hell. Ich gehe jetzt mal unten raus. Das war jetzt übrigens ja meine Kemenate, ne? Die Kemenate ist der einzige beheizbare, gemütliche Raum in so einer Burg. Habe ich ja schon, glaube ich, schon mal gesagt, weiß ich gar nicht. So. Ja, ich würde sagen, gehen wir zu den Feldern, müssen wir jetzt ja eigentlich nicht. Wir wollten ja eher vielleicht mal ein bisschen jagen, gucken, dass wir mal so ein paar Tiere finden und da mal so ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja, ist natürlich noch überhaupt nicht sicher draußen, ist noch zu früh und die ganzen Creeper, die leben noch. Da hinten, ne? Da ist noch alles voll mit so Zeug. Vielleicht können wir den ja schon abknallen, das wäre irgendwie ein bisschen besser. Ja! Da guckt der jetzt dumm, weil der mich noch gar nicht so richtig gesehen hat. Und der fragt sich jetzt, warum tut das denn hier eigentlich immer so stichweise weh? Ja, das war's mit ihm. Ich glaube, er hat auch gar nicht gedroppt. Das ist immer, wenn da so ein Nebelchen aufsteigt, irgendwie so ein Rauch, dann hat der, glaube ich, gar nicht gedroppt. So, ja, unten ist noch einer. Ja, gut. Ist mir jetzt auch egal, ey. Ich renne jetzt einfach mal da raus. Gegen Creeper ist eigentlich immer Pfeil und Bogen eine gute Idee. Ne? Also ist natürlich, wenn man anfängt mit Minecraft, ist es noch schwierig, an einen Pfeil und also vor allem an den Bogen zu kommen, da man sich den aus Spinnenfaden ja herstellen muss. Man muss also erstmal gegen ein paar Spinnen kämpfen und dann auch das Glück haben, dass sie auch Faden droppen. Erst dann kann man sich einen Bogen herstellen, aber wenn man das hat, sollte man es eigentlich sofort tun und auch ganz viele Pfeile. Ich bin auch immer hinter den Skeletten her, wegen der Pfeile. So. Ah, immer gucken. Das scheint hier noch relativ sicher zu sein. Denn, man kann sich mit Creepern ja wirklich nicht gut im Nahkampf anlegen. Das sollte man auch eigentlich nicht tun, weil, ne? Hier, solche Schweinchen, die erlegt man natürlich mit. Komm her, du. Ah, toll, das ist ein intelligentes Schwein. Das hat mich jetzt hier so unter die Blätter gelockt. Ja, und es hat leider nicht gedroppt. Da haben wir dann auch diesen kleinen Rauch gesehen. Ah, komm jetzt hier. Wildschwein jagen. Ich komme mir dann immer vor wie Obelix. So, guck mal, der hatte mir ein Kotelett gegeben und trotzdem geraucht. Also ich erzähle ja auch manchmal irgendwie ein selbstinterpretiertes, freies Zeug so. Mit den Koteletts ist das natürlich das Problem, dass sie auf die Dauer das Inventar völlig verstopfen. Bin ich hier sicher? Okay. Ja, die brauchen jeweils immer einen Slot. Deswegen will ich da auch nie so viele von haben, so auf der Jagd. Hinterher fehlt einem da der Platz. Ich renne mal ganz woanders hin, nicht zu den Schweinchen da. Ich renne mal hier so rüber. Keine Angst, ich kenne mich ja hier auch aus. Ich kenne hier praktisch in diesem Bereich jeden Stein. Ja, und jeden Hügel. Ach Gott, ein graues Schaf. Schafe töte ich nur, wenn die mir auf den Keks gehen und mich ständig irgendwo schubsen und so. Ansonsten einmal draufhauen, dann hat man die einfach nur geschoren. Und das ist ja eigentlich auch schon okay. Ist auch authentisch. Man bringt ja Schafe eigentlich gar nicht so um. Eigentlich mal hier weiter. Ich suche gerade Kühe. Ja, denn ich, nicht nur um die, das habe ich ja schon mal irgendwann gezeigt in den ersten Videos, das ist ja auch alles irgendwie jetzt nicht so spannend. Es geht ja jetzt nur darum, dass man, da ist eine Kuh, dass man so seine Lager mal so ein bisschen füllt mit F Nahrung und Rohstoffen. Ich habe einen Eimer mitgenommen. Eimer stellt man her aus Metall, aus verarbeitetem Metall, also Eisenbarren. So, und ich schnappe mir jetzt die Kuh. Die sieht aus wie ein Weibchen, ne? Das ist mir noch nie aufgefallen. Sehen die eigentlich wirklich nach Männchen und Weibchen aus? Guck mal, jetzt klicke ich mit dem Eimer in der Hand auf die Kuh mit rechts. Wenn sie mit dem mal stehen bleibt, zack, und jetzt ist der Eimer voll. Ich habe Glück gehabt. Ja, ich habe jetzt einen Eimer Milch. Und aus der Milch kann ich dann später mal einen Kuchen backen, was ich allerdings noch nie getan habe. Aber ich habe schon die Idee, dass man das vielleicht mal dann zusammen so mal macht. Okay. Das ist auch schön hier. Blumen.
Ich finde das immer schade, die abzusacken, weil ich finde die ja schön. Wenn die da rumstehen, das ist ja eine schöne Sache. Aber geben einem auch Rohstoff, rote Farbe zum Beispiel. Und, jetzt müsst ihr mal raten, blau, grün oder doch vielleicht gelbe Farbe. Richtig. Ja, gelbe Farbe kriegt man, also Farbstoff kriegt man aus diesen Blümchen. Oben in der Burg, das hat man ja in dem Garten gesehen, da habe ich auch so ein paar Blümchen einfach so eingepflanzt, weil ich die eben, wie gesagt, sehr schön finde, auch als Dekoration. Ja, hier gucke ich mal, es geht das da irgendwie noch runter, das ist hier so verbunden. Sehr merkwürdig, ne? Ich renne auch wieder ein bisschen zurück zur Burg, weil eben auch wieder der obligatorische Blick zur Sonne. Alles noch im grünen Bereich. Da kann man sehen, hier sind wir auf Jagd, das ist auch immer spannend. Da hinten ist das Schaf. Die Schafe, die nehmen wir uns mit, weil mit der Wolle. Also wie gesagt, da erkläre ich dann später nochmal, aber da kann man so viele Sachen draus zaubern. Zack. Deswegen einfach immer mitnehmen, die Wolle. Es ist ja auch Sommer hier, ne? Und den Schafen ist das ganz lieb, wenn man die mal schert. Die schwitzen sich ja sonst kaputt. Ja, das Huhn. Da haben wir jetzt Pech, dass hier nicht mal irgendwo, da hatte ich jetzt eigentlich drauf spekuliert, dass hier mal auch so ein Ei mal irgendwo rumliegt. Denn das passiert relativ selten. Man hört dann immer so ein Plopp-Geräusch. So Plopp. Ja, und dann hat ein Huhn in der Nähe ein Ei gelegt. Da weiß man, ah, cool. Ne? Eier hatten nämlich lange, 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 lange Zeit in Minecraft überhaupt keine Funktion. Die gab es immer schon, glaube ich. Und man konnte nichts damit machen, außer die zu sammeln und zu lagern. Aber inzwischen ist das so, man kann Eier werfen. Man kann also mit Eiern auf jemanden werfen und verletzt den auch dann damit, ne? Und man kann auch aus Eiern inzwischen backen, ne? Und das ist schön. Ich renne jetzt, bin jetzt übrigens wieder in meiner Baumschule von vorhin. Gucken wir mal, was da. Ne, die Bäume, die ich gefällt habe, die sind noch nicht nachgewachsen. Das kommt aber noch. Man muss aufpassen, dass man die Setzlinge nicht zu nah aneinander setzt. Ich glaube, der könnte vielleicht mit diesem Baum hier schon in die Quere kommen. Das sehen wir dann in ein paar Tagen, wenn der gar nicht, wenn die gar nicht wachsen hier, diese Bäume, dann stehen die zu nah an den anderen. Da hinten ist noch eine Kuh. Die kann ich jetzt einfach mal schlachten. Das Leder mitnehmen. Hier ist übrigens. Ja, ihr seht das hier. Was ist das da unten? Befestigter Stein. Ja, da hatte ich einen Dungeon. Der war hier relativ offen und ich habe den nicht bemerkt. Ja, ich habe hier draußen schon da hinten diese Felder angelegt und turnte hier die ganze Zeit rum. Bis ich dann merkte, hier waren dann auch so, war auch so ein Loch. Gut, da kam niemand raus, aber bis ich dann merkte, ey, da ist doch irgendwie auch immer ein Geräusch und dann ist da unten ein Dungeon gewesen. Ja, die findet man halt an allen möglichen Stellen oder unmöglichen Stellen. Da Kohle liegt da auch noch drin. Oh. Hier scheint noch jemand sein Unwesen zu treiben. Da habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet, obwohl ich jetzt vor Zombies nicht so wirklich Angst habe. Ja, Jungens, Jungens. Ja, hier muss noch irgendwo ein Gang sein nebenan. Der hört sich ja richtig nah an. Auf jeden Fall, das war hier nur so ein Dungeon mit einer Öffnung nach oben. In so Dungeons, da stehen Spawner, so Monster-Spawner. Und es ist extrem gefährlich, da natürlich reinzugehen. Und ich mache das aber trotzdem, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, Dungeons auszuheben. Das ist irgendwie immer spannend. Und inzwischen mache ich auch den Spawner dann nicht kaputt, sondern baue mir daraus. Meistens, wenn es Sinn macht, jedenfalls halt eine Monsterfalle. Meistens macht das keinen Sinn, also wenn da zum Beispiel Zombies gespawnt werden, dann macht das nicht so viel Sinn, weil die kann ich gar nicht so gebrauchen. Federn habe ich irgendwie genug. Man baut natürlich Monsterfallen, um dann die Monster dann droppen zu lassen. Auf Deutsch besser gesagt, zu töten. Ja. Die Sonne geht gleich unter, wir haben schon wieder den Tag geschafft. Und sehen auch, dass hier das Getreide so langsam wächst, langsam aber sicher. Hier hat einer den Geist aufgegeben. Da weiß ich jetzt auch nicht, da kann ich dem auch nicht helfen. Ja, ein bisschen Verschnitt ist halt immer. Ist jetzt auch nicht so schlimm.
Aber diese kleine Tour durch Jagd und Getreide, die war jetzt, ich laufe mal schön zurück, die war jetzt, glaube ich, schon wieder ganz okay. Da man konnte man wieder so ein bisschen sehen, wie das so funktioniert und wie man sich halt in Minecraft Tag für Tag so die Zeit um die Ohren haut, ja. Also wirklich. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ich habe keinen Bock mehr, jetzt mal draußen rumzurennen, morgen will ich mal was anderes machen und das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Da denke ich mal, habe ich mir überlegt, wir gehen doch mal in so eine Mine. Ich hatte ja gesagt, machen wir nicht, weil bestimmt langweilig ist, aber nun, das ist ja hier noch so eine Art Einsteiger-Let's-Show-Serie. Warum soll man da nicht mal runtergehen? Vielleicht entdeckt man ja doch noch irgendwas und vor allem, vielleicht begegnet man auch mal ein paar gruseligen Viechern. Wer weiß. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich renne wieder hier in meine Werkstatt, um meine Sachen wegzubringen. Vielleicht mal die Milch da oben. So. Ja, das ist, sag mal, das kann man ja vielleicht doch mal in Angriff nehmen, dass man da bei der nächsten Folge mal reinschaut. Gut. Also. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Guckt auf minenarbeit.de wie immer. Ich war euer Vorbootler, ne? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.